Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht und habe mich mittlerweile wieder hierher geportet und sehe jetzt allerdings, dass ich draußen mit ihr sprechen muss. 15 Meter. Das Problem ist nur, dass hier überall Wachen sind und ich nicht weiß, ob sie jetzt direkt neben den Wachen steht. Da werden wir mal eben schauen. Sie scheint irgendwie hier drin zu sein, oder? Unter mir? Oder ist sie doch direkt neben den Wachen? Sie läuft auf jeden Fall irgendwie hier rum. Na gut, dann müssen wir uns von hinten anschleichen und die Wachen erledigen, um das herauszufinden. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, komm. Dich konnte ich jetzt gerade nicht gebrauchen, Kuh. Kann man den auch kriegen? Anscheinend nicht. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das so nicht so mit. Ja, sie steht direkt daneben. Das ist natürlich richtig scheiße. Geh mal weg da. So. Tut mir leid, aber ging jetzt nicht anders. Aha. Wo ist Hunwald? Ich wollte ihn trösten, aber er wies mich zurück. Ich mag den Jungen ja. Aber ob er für den Titel seines Vaters geeignet wäre? Er ist schwach und zerstreut. Ich sah ihn auf der römischen Straße nach Norden reiten. Wahrscheinlich zu dem großen alten Baum, an dem er oft mit seinem Vater saß. Ja, irgendwie hat sie ihn begangen, ja. Zu dieser tollen Lüge. Okay. Du standest Hunwald so nah. Und hast ihn dreist belogen. Ich wollte ihn doch nur schützen. O heiliger Cuthbert, verleih mir Stärke. Eidschwüre und Bier bringen mehr als Gebete und Heilige. Ich muss den Herrn um Vergebung bitten. Gott schützt die Frommen. Wir müssen ihn lobpreisen. Ja, wie auch immer. Ich werde da mal schauen, ob wir Hunwald finden. Da das ein bisschen hin ist, würde ich sagen, ich werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, sobald ich dort angekommen bin. So, wir sind jetzt irgendwo hier im Zielgebiet angekommen. Ich weiß allerdings nicht genau, wo dieser Baum Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Sein soll. Ach, okay. Wir haben ihn doch schon gefunden. Diese Wälder, Vater. Oh, diese Wälder. Eivor, was für eine Überraschung. Trinkst du mit mir? Hunwald. Komm, setz dich. Bleib doch etwas bei mir und wir genießen den Ausblick. Hüte dich vor der Trauer, Hunwald. Wenn du nicht aufpasst, wird sie zu einem Gift, das durch deine Adern fließt. Dein Leben lang. Kein Grund zur Sorge. Ich habe das Gegenmittel gefunden. Halt dich nicht an Kummer und Trauer fest. Lass den Schmerz der Liebe zum Glanz deiner Augen werden, der dir zum Sieg verhilft. Ach, das klingt sehr schön. Mein Vater hätte dich gemocht. Er mochte alle, die mit Schwertern und Fersen gleichermaßen umgehen können. Er hätte mich gehasst, ja. Er hatte ein großes Herz und liebte sein Volk. Ich glaube, ich hätte ihn auch gemocht. Früher bin ich sehr oft mit ihm hierher gekommen. Er wollte mir das Jagen beibringen. Und ich konnte, wenn überhaupt, nur erbärmliche kleine Dinger fangen. Ich war eine echte Niete. Und trotzdem sagte er jedes Mal, dass er stolz auf mich ist. Wirklich jedes Mal.
Auf ihn. Auf deinen Vater, Lord Hundbejocht von Linkolnischir. Der Tod mag ihn dahingerafft haben, doch zu seinen Lebzeiten war er stark wie ein Baum. Wie eine weise Eiche. Ja. Skull. Skull. Und dann sagte mein Vater, es ist die richtige Ziege, aber ihr falsches Ende. Ach, meine Schwanhild liebt diesen Witz. Sie hat einen wunderbaren Humor, meine Geliebte. Vater hätte sie gemocht. Ach ja, deine geliebte Dänin. Sie klingt nett. Zu nett, um wahr zu sein. Weißt du was? Wir sollten sie besuchen. Auf nach Brimsby. Grimsby. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nach dir. Ich liebe es zu trinken und mich von den Sorgen des Alltags zu trennen. Und von deinem Mageninhalt. Ja. Da hinten ist auch noch was. Wo höre ich meinen eigenen Wolf jetzt so scheiße? Oder was ist das hier? So, gucken wir uns das hier erstmal an. Hunwald und Swanhild. So, so. Ja, ich schätze, das ist meine. Nimmst du das jetzt an? Nun komm. Freu dich an der Pracht meines Schiers. Ihr Sachsen und eure niedliche Pracht. Hast du mal richtige Berge gesehen? Oder Fjorde, die von der Axt eines Riesen gehauen? Oder majestätische Wasserfälle, die im Winter dampfen? Schnee, der funkelt wie eine Decke aus Juwelen. Das ist Pracht. Aber wenn deine Heimat so prachtvoll ist, warum bist du dann in Engelerland? Auf einer Decke aus Juwelen wächst nicht viel. Ha, wohl wahr. Ich muss zugeben, diese Aussicht ist auch atemberaubend. Ich liebe dieses Land auch. Und sollte ich den Platz meines Vaters einnehmen, dann werde ich meine Pflicht tun und es beschützen. Ich weiß, viele halten mich für närrisch, unerfahren. Aber sie sollen mich nach meinen Vorstellungen und nicht nach meinem Ruf beurteilen. Wenn ich mich als schlechter Anführer erweisen sollte, dann sollen sie mich verspotten und bestrafen. Natürlich. Aber ich will es versuchen. Lieber Gott, ich will es wenigstens versuchen. Ja, das ist auf jeden Fall ratsam. Oh, ich krieg keine Hufe mehr. Was war das? Bögel, Eivor. Hat Ihnen denn niemand gesagt, dass heute ein Trauertag ist? Nein, das sind Leute. Oh. Halt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich finde den Ärger, ehe er uns findet. Eivor, schwitze aus allen Poren. Lass mich nicht zurück. Bleib ruhig. Hallo? Was macht die? Wieso kann ich keinen Bogen mehr ziehen? Da ist was faul. Soll scannen. So, Moment, da hinten ist noch was. Waren aber noch nicht alle, oder? Hey, Moment! Flieh oder kämpfe, Hunwald! Los! Ja, wo ist denn der Typ?
Wieso konnte ich die nicht scannen? So langsam. Stimmt, Junge, du bist so langsam. Schieß nicht. Och, was steht der jetzt da unten so dumm rum? Ich lass dich ausbluten. Ja, geh doch mal hoch, komm. Gut geschlagen, Eivor. Ne? Sie wollten dich schon zweimal töten, Hunwald. Zweimal ohne Erfolg. Das war Glück. Wenn du nicht besser aufpasst, kommt der Erfolg noch. Jemand in Mercia will deinen Tod und geht über jede Leiche auf dem Weg dahin. Ja, meine teure Schwanheld ist in Gefahr. Meine Geliebte. Komm, wir müssen uns sputen. Ich mein's ernst, Hunwald. Hast du das verstanden? Klar und deutlich. Mir nach! Oh Gott. Hunwald, ist es hier auch wirklich sicher? Der sicherste Ort im Schier. Ja, hier bin ich nun. Werde womöglich bald Aldermann. Aber ich muss mich noch beweisen. Dir, dem Schier und auch ihr. Nichts kann ich ohne meine Herzallerliebste. Du hast mir klargemacht, wie sehr ich sie vernachlässigt habe in meiner Verblendung. Hunde? Das will ich erst selbst sehen. Beeil dich! Ja, ich brauche mich nicht beeilen. Du reitest ja nicht. Wo willst du denn hin? Vielleicht kann ich schon mal vorreiten. Ah. Ich meine etwas. Ich liebe diese Bugs. Die sind irgendwie sehr gehäuft, gerade bei Assassin's Creed. Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Bei Red Dead 2 waren sie übrigens auch immer sehr geil. Ja komm, Hunwald, wo willst du hin? Kein Misstrauensgebiet hier. Jette! Kannst du mich hören? Dem Himmel sei Dank. Da ist sie. Also doch die? Hunwald! Ich dachte, du wärst tot. Du hättest dich melden können. Ich habe viel zu lang gewartet, mein Täubchen. Es tut mir unendlich leid. Es geht mir gut, Liebster. Ich welkte ohne dich, aber ging nicht ein. Und wer ist das? Ah, ja. Ich präsentiere voller Stolz Eivor vom Rabenclan. Hallo, Eivor. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Gleichfalls, Swanhild. Ich war mir nach Hunwalds Erzählung nicht sicher. Aber da bist du. Überrascht, dass er eine Dänin liebt? Nein, ich bin eher überrascht, dass du einen Sachsen liebst. Der gute Hunwald gewinnt wohl die Zuneigung von allen. Eivor half mir, meinen Vater zu finden. Nur leider endete die Suche nicht so gut, wie erhofft. Was ist geschehen? Mein Vater ist gestorben. Wohl an einer furchtbaren Krankheit. Und seine Leiche wurde in einen Keller verschleppt. Oh, mein Herz, das tut mir leid. Und jemand aus dem Schier will, dass Hunwald seinem Vater ins Grab folgt. Sollen sie es versuchen. Die schlitze ich auf. Ein Schiergemot wird abgehalten. Hunwald sollte hierbleiben, außer Reichweite, bis es soweit ist. Und wenn ich alles hinter mir ließe, mein Erbe nicht antrete und einfach hier bei dir bliebe? Einfach nur wir zwei? Hunwald, nein. Dieser Schier muss voller Mut und mit Herz geführt werden. Tritt in seine Fußstapfen und werde das Oberhaupt des Schiers. Ähm.
Ehrlich gesagt, ich bin nicht so davon überzeugt, dass der überhaupt dafür fähig ist, ne? Wir hatten eine Abmachung, Hunwald. Meine Hilfe für einen Eidschwur. Wenn du keinen Machtanspruch erhebst, stehe ich dir nicht mehr bei. Entschuldige. Manchmal bin ich wankelmütig. Nach etwas Ruhe werde ich wieder bei Sinnen sein. Leg dich hin, Liebster. Alles wird gut. Gib lieber gut Acht. Es scheinen ihm einige Leute an den Kragen zu wollen. Meine Klinge wird ihn schützen. Das glaube ich dir. Ja, das wollen wir zumindest hoffen, ne? Okay. Ja, hat der gute Hunwald wirklich eine Partnerin? Hätte man jetzt nicht so unbedingt gedacht. Wobei ich es ihm schon zugetraut habe. Aber nach dem, was die Ava die ganze Zeit erzählt hat, kam auch so leichte Zweifel auf. So, ich will immer noch die Sache mit dem Sturz abfangen haben. Wieso kann ich das nicht? Ach so, weil ich das schon habe. Perfekt. Dann haben wir das auch schon mal. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt der zweiten Quest annehmen. Die da wäre in einer ganz anderen Richtung, wo wir jetzt gerade nicht hinkommen. Ich würde sagen, ich reiß da mal eben hin und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind gleich da. So wie es aussieht, ist es scheinbar kein Misstrauensgebiet. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Ach, das ist gar kein Eingang. Ava, schön, Hinweise auf den Orden. Ah. Sehr schön. Mal eben einfach so vom Tisch gekrallt. Sehr schön. Nein, wenn ich Y drücke, sollst du sprechen und nicht nach vorne Willkommen gehen. Willkommen auf meinem Anwesen. Tan Elfgar, das ist ein äußerst beeindruckendes Stück Land. Und ob, manchmal verliere ich mich darin, in meinem Meer aus Weizen zu baden. Ja, es ist eher ein Teich, ja. Du versinkst förmlich in den Erträgen deines Landes. Es gehört Mut dazu, seine Reichtümer so zur Schau zu stellen. Kein Mut. Ich hege einfach Vertrauen, dass mein Respekt bei Sachsen und Dänen sie von Versuchungen fernhält. Als wir uns sahen, sagtest du, du wolltest mir etwas zeigen. Worum geht es denn? Ach ja, richtig. Schau nur. Dieses Prachtexemplar gehörte unserem geliebten Aldermann Hund Beocht, ehe er von uns ging. Er ließ es hier, als wir zuletzt gemeinsam jagten. Du sollst es nun erhalten. Okay. Eine schöne Waffe. Gut geschmiedet. Dankeschön. Ich wusste, du würdest sie mögen. Aber jetzt nimm dies und komm mit mir. Ich habe eine aufregende Jagd für uns vorbereitet. Mhm. Lassen wir einmal Schirgemot Schirgemot sein, um stattdessen meines Landes Früchte zu ernten. Gehen wir jagen oder sammeln? Meinethalben gern beides, wonach dir der Sinn steht. Ich bin großzügig mit den Erträgen meines Anwesens. Also er will sich offensichtlich einschleimen, so viel ist klar. Ein großer Bär tummelt sich seit Wochen auf meinem Anwesen. Aha. Ich muss ihn beseitigen, um großes Unheil abzuwenden. Ich bin hier, um einen Bären zu jagen? Ja, und ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich vermute, dass dir klar ist, dass ich wie dafür gemacht bin, diesen Schier anzuführen. Obwohl seine Königslinie beinahe endet, hat das Volk dieses Landes noch viel Leben in sich und Zuversicht. Aber der Schier wird schwächer. Er braucht die Führung von neuem Blut. Wie von mir? Bitte? Ich bin ja wohl völlig neuen Blutes. Vielleicht sollte ich mich auch zum Aldermann aufstellen. Ja, da ist er wieder, dieser dunkle Humor. Hart wie ein Hammer. Wie der von eurem, diesem Donnergott, der, ich habe seinen Namen vergessen. Weiter? Was ich sagen will ist, ich mag euer Volk. Also Menschen wie dich. Zumindest die, die ich kennengelernt habe. Und egal, was aufgeplusterte Narren wie Herefried oder Hunwald meinen,
Ihr Dänen seid ein verdammt nettes Volk. Und gar nicht dumm. Danke für diese Bemerkung. Als die ersten Dänen hier ankamen, hatten alle große Angst. Aber nicht vor Überfällen, sondern dass... Jagen wir jetzt, Elfgar? Oder hoffst du, dass ich deine Haare flechte? Nein, wir jagen. Die Höhle des Bären dürfte recht nah sein. Was ist mit dem Kerl hier? Ah, Grimm, mein alter Freund. Wie schön, dich hier zu treffen. Was für eine Überraschung. Überraschung? Ich folgte deiner Einladung. Ja, und was macht Grimsby? Und was machen alle anderen Dänen? Ich kann nicht für alle Dänen sprechen, aber ich bin wohlauf. Und ich habe Lust auf die Jagd, die du mir heute Morgen versprachst. Ja, richtig, sehr gut. Apropos Dänen, ich würde dich gern mit Eivor bekannt machen. Vielleicht kennt ihr euch schon so von Däne zu Däne. Ja. Ich bin Nordwegerin. Wenn du gefragt hättest, wüsstest du das. Angenehm, Grimm. Schön, dich dabei zu haben. Sei gegrüßt, Eivor. Wurdest auch du mit dem Versprechen einer Jagd einbestellt? Ich... Ja, eine Bärenjagd. Darum geht es hier. Um eine Jagd. Das verspreche ich. Dort, den Hügel hinauf, ist eine Höhle. Da könnte der Bär lauern. Wenn der so groß ist, wie Elfgar behauptet, braucht es uns alle drei, um ihn zu bezwingen. Ich bin dabei. Ich brauche schon lange einen neuen Mantel. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen und ich würde gerne vorher mal speichern. Genug Bestien. Wenn wir den Bären nicht finden, gibt es etwas anderes zum Abendessen. Meine Lande sind Gottes gesegnet. Keine Sorge, wir werden nicht hungern. Also ich meine, dass das Ganze ja gestellt ist, weiß man ja. Ne? Das hat man jetzt schon mitbekommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der sich uns entledigen will oder so. Der Eingang zu einem Bestienhort ist es allemal. Ganz bestimmt. Ja, was denn? Wo denn? Ja. Das ist kein Bär. Wölfe. Überall Wölfe und kein einziger Bär in Sicht. Nein, nicht schlagen, einsammeln. Der wird auch kein Bär sein, wenn hier ein Wolfsrudel ist. Also was wollte der bezwecken? Eivor, das hier solltet ihr euch mal ansehen. Was zum... Rauch! Mein Gott, mein Anwesen brennt wie Zunder. Ach, da hinten ist es ein Meer aus Feuer. Eivor, du bist fähig und ich kann dir nicht sagen, was zu tun ist, aber bitte, bei Gott, steh mir bei und hilf. Ich stehe an deiner Seite. So ein Haufen mickriger Mercer jagt mir keine Angst ein. Ja, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber, naja. Da oben laufen sie rum. Ich muss mich in Acht nehmen. Wieso ist das jetzt Sperrgebiet? Was sind hier jetzt hin? Ach, du Idiot, wieso stellst du dich denn direkt davor? Kann ich die nicht scannen? Ich verstehe es nicht. Ich
Ich meine, die sind gescannt, aber... Ja, tolles Attentat, ehrlich. Och ja! Wo ist der jetzt? Schau mal eben, gibt's hier irgendwas zu plündern? Ja, da hinten gibt's was zu plündern. Das nehmen wir dann natürlich noch mit, bevor wir jetzt wieder zurückgehen. Wenn ich da reinkomme... Doch, hier ist es offen. Ja, Wolf, du kommst sonst auch nie. Also jetzt lass mich hier mal eben plündern. So, halt die Klappe. Komm. Wir müssen wieder zurück. So. Weg da. Was auch immer. Ach, euer Ernst jetzt? Ja, das stimmt. Das ist armselig. Hallo? Ja, jetzt kann ich mit dir sprechen. Jetzt, wo ich hier plündern will. Bleib doch mal stehen. Die Männer, die dich verbrennen wollten, sind tot. Lasst uns die Feuer löschen. Jawohl. Was für ein Chaos. Ein Meer aus Asche. Danke, Eivor, dass du dein Bestes gegeben hast. Du hast viele Reichtümer, Elfgar. Du wirst es schaffen. Ja, sicher. Aber ich freue mich nicht auf die Mühen, um... Herrgott im Himmel! Der Bär ist zurückgekehrt. Hm. Das Schiergemut beginnt bald. Ich muss nach Klinkholne zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, aber ich kann mich ja trotzdem vorher mal eben um den Bären kümmern, oder? Hinfort, Bestie! Hinfort! Du machst mir keinen Ärger mehr! Helfer! Vorsicht! Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den jetzt eigentlich kaputt machen sollte, aber... ja, also es ist ja kein Misstrauensgebiet mehr, ne? Siehst du? Habe ich dir nicht eine aufregende Jagd versprochen? Einfach fantastisch! Ja, wie man es nimmt. Also ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt nochmal eben zurückreise und wir uns gleich wiedersehen. So, ich gehe mal davon aus, hier drinnen ist keiner. Ah, vielleicht müssen wir es doch ein bisschen unauffällig machen. Hallo, ich will mit dir reden. Kann ich nicht mit dir reden, wenn ich gebückt laufe? Ja, geh mal weg da. Acha, ist alles vorbereitet? Das Schiergemut steht kurz bevor. Wirst du dabei sein, Eivor? Deine Gegenwart wäre uns sehr lieb. Klar. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Schiergemut. Ich komme mit. Wann beginnt die Abstimmung, Äbtissin? 12 Herren von Linkholne Schier haben bereits ihre Wahl getroffen. Aber es steht unentschieden. 4 Stimmen für jeden Mann. Jetzt obliegt es dir, die Entscheidung zu treffen. Mir? Auf wessen Befehl? Scheinbar hast du das Vertrauen unserer 3 Kandidaten gewonnen. Selbst unser Bischof fühlt sich deinem kühnen Geiste verbunden. Aha. Ja, das Leben des neuen Aldermanns wird in Gefahr sein. Das stimmt allerdings. Diese Abstimmung ist sehr wichtig für euer Volk. Zu wem würdest du mir raten? Ich bin für fähige und rechtschaffene Führung, nicht für närrische Freunde in hohen Ämtern. Also alle außer Hunwald, meinst du? Ich liebe Hunwald wie meinen eigenen Sohn. Aber würde ich einen Stein in seine Obhut geben, hätte ich Angst. Um beide. Ich bete, dass Gott deine Stimme leitet. Und nicht der Teufel, wie ich es fürchte. Ja...
Also ich habe da schon Favoriten, ja. Mit dem Rat zu sprechen. Achso, der Rat sind dann die Leute hier, nehme ich mal an. Guten Tag, Herr. Habe ich recht verstanden, dass du diese Wahl für uns entscheiden wirst? Das stimmt, Herr. Hast du einen Rat für mich, ehe ich wähle? Lord Hundbjort war ein ehrlicher Mann, wenngleich manchmal leichtfertig. Ich sehe dieselben Eigenschaften auch in Hunwald. Und deswegen bin ich für ihn. Naja, aber leichtfertig ist nicht unbedingt positiv, ne? Du bist für König Ceolwulf hier, richtig? Ja, der König sendet beste Grüße. Wie auch immer es ausgeht, so wird es von ihm besiegelt werden. Er lernt schnell. Guter Mann. Ja, das hat mir jetzt in keinster Weise weitergeholfen, aber okay. Sei gegrüßt, Elfgar. Eivor, ich hoffe, es ist nicht ungeziemend, dich um Unterstützung zu bitten. Denn ich brauche sie. Du bist hier das Zünglein an der Waage. Die Wahl fällt mir schwer. Wisse, dass ich sie nicht leichtfertig treffe. Gut, gut. Doch ich will unnachgiebig betonen, dass ich der Mann bin, der Lincoln Shear zu Fortschritt und Ruhm verhelfen wird. Ich weiß deine Absichten zu schätzen. Eine Stimme für Hunwald. Ja, und ganz Unrecht hat er nicht. Ich mag den Kleinen, aber ich weiß nicht, ob er so ein Amt haben sollte. Wie geht es, Hunwald? Meine Gebete sind inbrünstig und mein Wille ist stark, Eivor. Wenn ich Aldermann werde, bringe ich Freude in den Schier. Hinter guter Führung steckt aber viel mehr als das. Man muss willensstark und hart sein und Risiken eingehen können. Natürlich, klar. Stärke, Weisheit, Tapferkeit und all sowas. Ich werde mich aus dem Sumpf des Mittelmaßes erheben. Keine Angst. Das höre ich gern. Tja, wenn er es dann auch so ausführt, wie er es meint. Bischof. Eivor, ich danke dir für deine tapfere Teilnahme an unserem Schiergemot. Es überrascht mich, dass du dich für mich verbürgt hast. Ich bin selbst überrascht. Aber ich dachte, es wäre eine gelungene Prüfung für Gottes Zuversicht in mich. Unter meiner Führung wird dieser Schier sich von jahrelanger Gesetzeslosigkeit erholen. Gott weiß, wie sehr ich die Menschen von Lincoln Schier ins Herz geschlossen habe. Ich bete nun, dass er deine Hand zu leiten vermag. Ein kühner Plan. Vielleicht sogar kühn genug, um aufzugehen. Wohl denn. In jedem Falle ist dir mein Dank gewiss. Gott sei mit dir. Also ganz ehrlich, das ist ein Kirchenanhänger und nicht nur in damaliger Zeit wissen wir ja, wie negativ diese ganzen Kirchenanhänger waren. So, dieser Brief bestätigt den Tod von Aldermann Hunderobot, was auch immer, der sein Leben ehr- und würdevoll ausgehaucht hat und dessen Seele jetzt in den liebevollen Händen unseres himmlischen Vaters ruht. Der Rat erbittet deine Anwesenheit beim bevorstehenden Skiamo, bei dem der neue Aldermann von Lincoln gewählt werden soll. Ja, die drei sind als Anwärter auserkoren, Pünktlichkeit ist höchstes Gebot. Ja. Grimm, schön dich wiederzusehen. Ein herzliches Hallo, Drängar. Scheinbar gewöhnt sich Britannien an die Dänen, die an den Küsten landen. Für wen stehst du, Grimm? Elfgar ist ein Freund von dir, wie mir scheint. Das ist er. Er ist ein guter Mann. Aber ich habe für den Bischof gestimmt. Für den Bischof? Das ist eine Überraschung. Diese Christen lassen sich leicht herumschubsen. Sie sind so bedacht darauf, Kämpfe zu umgehen, dass sie tun, was die Dänen von ihnen verlangen. Was ja wiederum eine negative Art ist, ne? Nee, also ich bleib bei dem, was ich mir schon überlegt hatte. Drei Männer, jeder für eine andere Zukunft. Welche dieser Puppen wird am besten tanzen, wenn du es ihnen geheißt? Ich treffe diese Entscheidung nicht für mich, sondern für meinen Clan. Wer wird uns am besten dienen, wenn es darauf ankommt? Man kann nie sicher sein, wo man in anderer Leute Herzen steht. Triff die Wahl nur für dich selbst. Alle drei haben ihre Stärken und Schwächen. Ja. Elfgar ist fähig und wohlhabend, doch leider auch arrogant.
Er wäre ein guter Aldermann. Aber wäre er auch ein guter Verbündeter? Das ist jetzt die Frage. Unwald ist nicht der Gerissenste. Aber er hat Geist und Herz am richtigen Fleck. Und beides ist wichtig, wenn es darauf ankommt. Der Bischof ist verbohrt vor lauter christlicher Frömmelei. Aber er ist der Weiseste von ihnen. Das hat er bereits bewiesen. Also, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Bischof nicht, weil der hat irgendwas an sich, was falsch wirkt. Ich weiß auch nicht. Der hatte irgendeine Reaktion gezeigt zwischendurch. Ich weiß nicht mehr, welche es war, wo ich mir gedacht habe, mit dem muss man vorsichtig sein. Hunwald ist mir persönlich eigentlich zu unerfahren. Das mögen die Leute zwar auch an ihm, dass er so ist wie sein Vater, aber mir persönlich ist er zu unerfahren irgendwo. Und dieser Elfgar, oder wie der ausgesprochen wird, ja, er ist arrogant, aber... Und das fällt mir wirklich sehr schwer, weil ich nicht genau weiß, ob ich Elfgar oder Hunwald nehmen soll, aber ich denke, dass er... Elfgar ist fähig und wohlhabend. Ja, ja, wissen wir. Also ich weiß nicht, ob er ein guter Verbündeter ist, muss ich auch dazu sagen. Aber ich hoffe, dass er... Also der Aspekt mit dem Verbündeten, der würde mich normalerweise zu den Kleinen hinreißen. Aber ich werde ihn jetzt mal wählen, in der Hoffnung, dass er auch ein guter Verbündeter ist und nicht zu arrogant, um uns zu helfen. Ich wähle Elfgar. Er ist standhaft und klug. Und sein Reichtum ist ein Segen. Es ist entschieden. Durch die Gnade Gottes. Neuer Aldermann ist Lord Elfgar von Linkholne. Gott hat gesprochen, mit klarer, schmetternder Stimme. Als euer Aldermann werde ich vieles im Schier besser machen, werde Frieden stiften und unserem König dienen. Gesegnet seid ihr alle. Erheben wir also unsere Becher. Auf unseren neuen Aldermann! Wie alle hier wissen, ist die Entscheidung des Schirgemots nicht endgültig, sondern ein Ratschlag. Nun ist es an unserem gesalten und verehrten König Ceolwulf, unseren Rat zu beherzigen. Was das angeht, müssen wir uns nicht sorgen. Ceolwulf ist ein Freund von Sachsen und Dänen und wird das Ergebnis sicher bestätigen. Unser guter und edler Freund Ethelsweet. Eine eitrige Fäulnis hat diesen Schier überkommen. Eine Krankheit, für die es nur eine Heilung gibt. Bischof! Was soll das? Aldermänner von Linkholne, ihr seid standhaft! Für den Ruhm der Ältesten! Lasst niemanden am Leben! Zu den Waffen, Hunwald. Ja, Hunwald, hallo, der ist doch gerade niedergestreckt worden. Kannst du jetzt auch mal... Die weicht nie aus. Können die mal aufhören, mir immer wieder dazwischen zu laufen hier? Kann die mal aufhören, immer noch ein, zwei Mal mehr draufzulegen? Ich dachte gerade, aber Hunwald ist tot. Was war das? Nein! Och, was macht die denn? Heißt dieser Gott etwa so einen neuen Aldermann willkommen? Können die vielleicht mal von vorne bis hinten markiert werden? Hallo, bleib doch mal stehen.
will hier nicht noch irgendwelche Zivilisten treffen. Da. Nein, bleib stehen, Junge. Kann die sich mal bewegen, bitte? Die soll doch von dem scheiß Tisch runter. Was passiert denn damit? Dein erster Ärger kam schnell, Elfgar. Wir werden ihn finden und töten. Dass so ein Gemetzel in Lincolne passieren konnte. Der Kreuzwichser kann nicht weit sein. Trommeln wir eine Fürth zusammen gegen den Rest seiner Männer. So sei es. Unwald, wirst du mit mir kämpfen? Das werde ich. Für Lincolne Schia werde ich es tun. Mir fehlen die Worte. Ein wohlrespektierter Mann Gottes. Ich werde für diese Märtyrer beten und mich um die übrigen Verwundeten kümmern. Bis zum Letzten. Alles Gute, Acha. Dir auch, Eivor. Möge Gott oder auch deine Götter dich beschützen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ach, könnt ihr mal die Klappe halten? Ich kann hier überhaupt nicht mehr sprechen. Och, da ist der Typ noch lauter. Kann man das hier auch aufmachen? Hallo? Die Frage ist... Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ist der jetzt... Ach, die waren... Waren die vorher auch gut? Hätte ich die alle gar nicht töten müssen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay, hier ist es auf jeden Fall etwas ruhiger, um mal eben zu sprechen. Ja, sprech mit dem neuen Aldermann. Das werden wir auch tun, allerdings erst in der neuen Folge. Das war jetzt... Ja, also es war ein bisschen voraussehbar, dass der Bischof, oder mein Gefühl hat mich nicht getrügt, sagen wir es mal so, dass der Bischof nicht auf der Seite des Guten steht. Aber ich hätte das jetzt so nicht erwartet, dass da jetzt direkt ein Trupp reinkommt, wenn ich jetzt einen der anderen als Aldermann wähle. Das, muss ich sagen, ist schon sehr heftig. Tut mir ein bisschen leid um den Jungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass er, also hier dieser Alfgar oder wie der heißt, ein guter neuer Verbündeter wird. Meine Gründe habe ich ja schon dargelegt. Ja, da das Ganze jetzt doch etwas extrem lang geworden ist, muss ich mal schauen, ob ich das eventuell in zwei Teile splitten werde, dass ich zwei Folgen draus mache. Ansonsten werde ich jetzt kurz und schmerzlos sagen, den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.